Dieses Video dient als Ergänzung, um die Gebrauchsanweisung besser zu verstehen. Das Video ersetzt nicht das eigene Lesen und Verstehen der Gebrauchsanweisung. Es dient auch nicht als Ersatz für verbindliche Anweisungen oder Schulungen. Um einen reibungslosen Einsatz des PSS Airboss zu gewährleisten, sollten alle Schulter- und Beckengürtel vollständig geöffnet sein. Zum Anlegen setzen Sie das Tragesystem zuerst auf die eine und dann auf die andere Schulter. Schließen Sie den Verschluss des Beckengürtels und ziehen Sie die Gürtel an, bis das System bequem auf der Hüfte sitzt. Dann ziehen Sie die Schultergürtel an, sodass zwischen den Schultern und der Bänderung genug Bewegungsfreiheit bleibt. Bei Bedarf falten Sie die Gürtelenden nach innen. Für korrektes Anlegen gilt: Sie sollten problemlos die Hände über den Kopf heben können. Der Beckengurt sollte sich mit Ihren Bewegungen drehen. Ihre Jacke sollte beim Bücken nicht nach oben rutschen. Und das Gewicht des Pressluftatmers auf den Hüften und nicht den Schultern ruhen. Öffnen Sie die Kopfspinne der Vollmaske komplett. Zuerst legen Sie das Kinn in die Kinntasche der Maske ein. Dann drücken Sie die Maske leicht an und passen diese an, indem Sie erst die Nackenbänder, dann die Schläfenbänder anziehen. Stellen Sie sicher, dass sich das mittlere Band mittig auf dem Kopf befindet. Setzen Sie den Lungenautomaten durch Drücken der roten Taste zurück. Verschließen Sie das Anschlussstück der Maske mit der Handfläche. Atmen Sie ein und halten Sie die Luft an. Der Unterdruck sollte bestehen bleiben. Öffnen Sie das Flaschenventil gegen den Uhrzeigersinn langsam und vollständig. Während des Druckaufbaus ertönt ein kurzer Pfeifton. Schließen Sie das Flaschenventil. Überprüfen Sie nach einer Minute das Manometer. Es sollte weniger als 10 Bar Druckabfall anzeigen. Danach decken Sie den Anschlussstutzen des Lungenautomaten mit der Handfläche ab. Drücken Sie die Luftdusche, um den Überdruck zu aktivieren. Um das System zu entlüften, heben Sie die Handfläche sanft vom Stutzen, sodass der Druck langsam abfällt, bis das Warnsignal zwischen 60 und 50 Bar ertönt. Entlüften Sie das System vollständig, bis es drucklos ist. Drücken Sie die Abschalttaste, wenn Sie einen Überdruck-Lungenautomat verwenden.